Und wieder beginnt eine neue Woche. Ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen zum Wochenstart am Montag, dem 7. September 2015. Fünftes Askania Pferdefestival. Salzern Sparkasse unterstützt Leuchtturmveranstaltungen in Aschersleben. 14. Beulenfest. Stadt an der Saale begeistert Gäste und Bürger mit Unterhaltung und Showprogramm. Und Abschiedsspiel. Tino Stille verabschiedet sich sportlich vom BSV Eickendorf. Unser heutiges Zuschauerfoto, mit dem wir beginnen möchten, kommt von Björn Greve. Er zeigt uns den Magdeburger Dom. Ein Foto aufgenommen von seinem Handy hier bei uns im Regionalmagazin. Also vielen Dank für die Zusendung dieses Zuschauerfotos. Möchten auch Sie einmal bei der Aktion mitmachen und uns Ihr Foto schicken, damit wir es hier im Regionalmagazin zeigen? Dann machen Sie doch mit. Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite elbekanal.de. Thema Zuschauerfoto. Wir machen weiter mit dem Gewinnspiel des Computerservice Bernd Jungnickel. Auch in dieser Woche gibt es wieder Gutscheine zu gewinnen. Hier kommt ganz kurz die Werbung. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Notwendige Ersatzteile werden nach Absprache bestellt und verbaut. Softwareinstallation, Netzwerkeinrichtungen und Wunsch-PC-Erstellung sind ebenfalls kein Problem. Kompetente und freundliche Beratung, lösungsorientiert und das Ganze zu angemessenen Preisen. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. Sie möchten einen der Gutscheine gewinnen, dann machen Sie mit beim Gewinnspiel und beantworten die nun folgende Frage. Der Computerservice Jungnickel verlost in Zusammenarbeit mit dem Elbe-Kanal 100 Gutscheine für einen kostenlosen Systemcheck im Wert von 29,95 Euro. Wenn Sie einen dieser Gutscheine gewinnen wollen, rufen Sie an und beantworten Sie folgende Gewinnspielfrage richtig. Was braucht man, um seinen Computer zu schützen? Ist es A. das Nasenspray oder B. ein Antivirenprogramm? Wenn Sie die richtige Lösung haben, rufen Sie an unter 03928 40 57 70. Wir drücken Ihnen die Daumen. Ich bin mir sicher, die Frage ist nicht allzu schwer. Sie können sie beantworten. Also ran ans Telefon, die 405770 angerufen. Und natürlich drücke ich jedem, der mitmacht, die Daumen. Wir kommen zum 14. Kalbenser Beulenfest, welches am zurückliegenden Wochenende stattfand. In der Stadt an der Saale am Samstag war das Wetter nicht ganz so gut. Wind, Sturm, Regen, alles war mit dabei. Davon ließen sich die Veranstalter und die Gäste jedoch nicht abbringen. Am Wochenende fand in Kalbe bereits zum 14. Mal das Kalbenser Beulenfest statt. Königinnen aus ganz Deutschland trafen sich in der Stadt an der Saale, um gemeinsam mit den Gästen am 5. und 6. September zu feiern. Den Besuchern wurde ein buntes Programm geboten. Auf der Bühne gab es beispielsweise Darbietungen verschiedener Kindertagesstätten und Auftritte der Dancing Devils und der Crazy Girls. Highlight am Samstagabend waren die Krönungen der 14. Bollenkönigin sowie der 9. Bollenprinzessin. Auch der Sonntag stand ganz im Zeichen der Bolle. So konnten Teilnehmer beim Bollen schälen ihre Geschicklichkeit und beim Bollenlauf ihre Schnelligkeit beweisen. Musik und gute Unterhaltung ließen das 14. Kalbenser Bollenfest ruhig ausklingen. Ebenfalls am vergangenen Samstag verabschiedete sich Tino Stille von seiner Mannschaft, dem BSV Eickendorf. Gleichzeitig hatte er Geburtstag, also gab es eine große Party mit sportlichen Höhepunkten. Am Samstag, dem 5. September, fand in Eickendorf das Abschiedsspiel des langjährigen Vereinsspielers Tino Stille statt. Gleichzeitig feierte er an diesem Tag auch seinen 40. Geburtstag. Somit verknüpfte er die Geburtstagsfeier mit dem Abschiedsspiel. Viele Freunde und Verwandte waren gekommen, unter den Gästen waren auch zahlreiche Zuschauer, die ebenfalls ihren Tino Stille und ihren BSV Eickendorf zujubelten. Im Rahmen des Spiels wurden zahlreiche Interviews mit Spielern, Trainern und ehemaligen Freunden geführt. Genau diese Interviews und mehr Bilder aus diesem Spiel zeigen wir Ihnen in einer der kommenden Ausgaben des Regionalmagazines. Nach dem Spiel gab es dann noch eine große Geburtstagsfeier mit allen Spielern, Zuschauern und natürlich dem Geburtstagskind Tino Stille.
Weitere Bilder und Auszüge aus diesem Geburtstagsspiel zeigen wir Ihnen in einer der kommenden Ausgaben hier im Regionalmagazin. Natürlich haben wir weitere Themen für Sie hier im Programm kurz und knapp zusammengefasst. Hier kommen die Kurznachrichten. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Jetzt noch anmelden. Der Schönebecker Dreibrückenlauf etabliert sich zunehmend als bedeutendes Sportereignis der gesamten Region. Dieses Jahr findet der dritte spektakuläre Lauf dieser Art am 27. September ab 10 Uhr statt und wird wieder zahlreiche Läuferinnen und Läufer aus nah und fern anziehen. Das Ereignis, in das auch wieder der Solvay Cup integriert ist, geht im Landescup für die Profis über etwa 14 Kilometer und im Volkslauf für die Amateure über eine Strecke von etwa 7 Kilometer. Anders als im vergangenen Jahr ist der Start- und Zielbereich diesmal auf der Saline-Insel. Die zweite Runde geht auf der Saline-Insel über einen leicht veränderten Kurs. Gelaufen wird auf einen Rundkurs über die Schönebecker Elbauenbrücke und über die alte Elbbrücke zurück. Anmeldungen sind weiterhin möglich unter www.schönebeck-elbe.de im Link Dreibrückenlauf in der rechten Spalte der Homepage. Die Läuferinnen und Läufer erhalten Startnummer und Transponder sowie nach dem Lauf eine Urkunde. Als Veranstalter fungieren abermals die Stadt Schönebeck-Elbe sowie dankenswerterweise der Schönebecker Sportclub und der Elbufer-Förderverein Schönebeck. Neben vielen anderen großzügigen Unterstützern ist der Hauptsponsor die Stadtwerke Schönebeck GmbH. Die SWS, der sich jetzt schon des Dankens der Veranstalter und Sportler sicher sein kann. Da auch wieder viele Zuschauer erwartet werden, wird wieder eine Imbiss- und Eisversorgung organisiert. Pretty Woman. Diesen Film kennt wohl jeder. Zum 25. Filmjubiläum am Freitag, den 4. September 2015, zeigte ihn die Erdgas Mittelsachsen GmbH wieder im Kurpark von Bad Salz-Elmen. Um 20.30 Uhr ging es dann endlich los. Zu dem großen EMS-Kult-Kino fanden sich wieder zahlreiche Besucher an diesem Tag ein. Ein gelungener Start für alle Besucher und Beteiligten in das vergangene Wochenende. Eine große Reise über die Elbe von Merseburg nach Magdeburg fand in der vergangenen Woche statt. Unter dem Namen Dietmars Flussreise machte der Bischof mit seinem Gefolge insgesamt in 10 Städten Halt, um die Menschen. Auch der Bürgermeister Bert Knoblauch fand sich an diesem Tag am Elbufer des Bootshauses Delfin ein, um sich einen kleinen Einblick über die damalige Geschichte geben zu lassen. Der Höhepunkt der Reise fand am 6. September 2015 auf dem großen Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg statt. Auch im kommenden Jahr soll diese Geschichte wieder aufleben. Am vergangenen Wochenende fand wieder einmal das große Wohngebietsfest in Felgeleben statt. Ein weiterer Höhepunkt war das Jubiläum der Feuerwehr, denn sie feierten in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Zahlreiche stillende Musik- und Showeinlagen rundeten das Fest, welches vom 3. bis 5. September 2015 stattfand, ab. Am Freitag, den 4. September, trafen sich Mitarbeiter der Deutschen Bankfiliale aus der Salzerstraße und freiwillige Helfer zu einer Grünpflegeaktion. Der Spielplatz, der mit einer Geldspende der Bank unterstützt wurde, soll am 9. September 2015 feierlich eingeweiht werden. Im Vorfeld wurde das Gelände rund um den Spielplatz von Grünzeug und überflüssigen Ästen befreit. Wie der Stadtseniorenrat der Stadt Schönebeck mitteilt, muss sein Büro im Markt 12 bis auf Weiteres aus Krankheitsgründen unbesetzt und damit geschlossen bleiben. Über eine Wiedereröffnung wird rechtzeitig informiert, es wird um Verständnis gebeten. Das Freibad in der Barbarastraße bleibt dieses Jahr bis zum 13. September geöffnet. Neu dabei ist, dass bei kalter Witterung von ca. 18 Grad ab 15 Uhr, starker Bewölkung oder Regen nur von 10 bis 17 Uhr geöffnet ist. Bei Wetterverhältnissen, die ein Baden gänzlich unmöglich machen, wird das Freibad an diesem Tag geschlossen. Ab 14. September ist für alle Nutzer dann wieder die Volksschwimmhalle geöffnet. Eine Urkunde und eine entsprechende Plakette mit dem Titel Schwalbenfreundliches Haus hat am gestrigen Montag Michael Wunschig, Chef der NABU-Ortsgruppe Schönebeck, an Marco Feldheim, Projektverantwortlicher der ÖWA in Schönebeck, und Mike Dragon, Abwassermeister der ÖWA, auf der Kläranlage in Schönebeck übergeben. Auch die Stadt Schönebeck gratuliert zu diesem schönen Anlass herzlich.
Oberbürgermeister Bert Knoblauch führt seine nächste Bürgersprechstunde in seinem Dienstzimmer im Rathaus Schönebecks am 8. September 2015 von 9 bis 12 Uhr durch. Bürgerinnen und Bürger haben in der genannten Zeit die Möglichkeit, ins Rathaus zu kommen und dem Oberbürgermeister ihre Fragen, Probleme, Kritiken und Hinweise im persönlichen Gespräch vorzutragen. Es wird um Verständnis gebeten, dass mit gewissen Wartezeiten gerechnet werden muss. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Von Liebe, Tod und Freiheit, davon handelt das aktuelle Album von Santiano, welches Sie heute hier bei uns im Regionalmagazin gewinnen können, sehr geehrte Zuschauer. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist eine Gewinnfrage richtig beantworten. Die Vorstellung der CD und die Gewinnfrage gibt es jedoch gleich nach der Werbung. Die neue Kollektion ist da, bei ihrer Firma Kilz. Auch wenn die Weihnachtszeit noch nicht vor der Tür steht, bei uns können Sie schon jetzt schöne Weihnachtsdekorationen für Ihren Gabentisch kaufen. Und für die Disney-Fans haben wir ein ganz besonderes Angebot. Tolle Disney-Figuren im üppigen Sortiment. Da ist für jeden etwas dabei. Ein Geschenk, bei dem nicht nur Kinderaugen ganz groß werden. Besuchen Sie uns jetzt am Markt 4 bis 5. Kilz. Ambiente für Tisch und Küche. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: Gulasch halb und halb, 100 Gramm zu 45 Cent, frisches Schweinefilet 100 Gramm zu 1 Euro, frische Rippchen 100 Gramm zu 25 Cent, Bockwurst 100 Gramm zu 40 Cent und Schinkenspeck 100 Gramm zu 90 Cent. Seit 20 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Schon gehört? Die Stadtwerke Schönebeck haben Geburtstag und Sie bekommen die Geschenke. Holen Sie sich jetzt die Jubiläumsprodukte SWS Festpreis Gas und SWS Jubistrom. Ihre Vorteile? Preissicherheit bis 2017 und attraktive Laufzeitrabatte. Informieren Sie sich jetzt im Stadtwerkehaus oder über Telefon unter 03928 788 688. Ihre Greenline-Tankstelle in der Magdeburger Straße. Wir bieten Ihnen alles für Ihr leibliches Wohl. Ob Frühstück mit unseren Kaffeespezialitäten, Brunch oder Mittagstisch. Bei Greenline findet jeder leckere Angebote. Auch in unserer Lounge können Sie entspannen und von 11 bis 22 Uhr warme Mahlzeiten bestellen. Quack, quack. Be green. Zwei von drei Unfällen passieren in der Freizeit. Schützen Sie sich vor den Folgen. Mit dem umfangreichen Unfallversicherungsangebot der HOG Coburg sind Sie auf der sicheren Seite. Egal zu welcher Altersgruppe Sie gehören, wir finden das richtige Angebot für Sie. Ich finde die für Sie passende Lösung. Vereinbaren Sie einen Termin mit mir. Ich berate Sie gern. HOG Coburg. Aus Tradition günstig. Greenline bietet Ihnen die zuverlässige Lieferung von Strom und Gas. Profitieren Sie mit Ihrem Wechsel über die gesamte Produktpalette von Greenline. Nehmen Sie unser Angebot wahr und sparen Sie bis zu 3 Cent pro Liter Kraftstoff an unseren Tankstellen. Jetzt wechseln und sparen unter www.greenline.de. Quack, quack, be green. Die Fleischerei Sinnig in Schönebeck überzeugt durch ihr unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben unserer frischen Theke finden Sie bei uns auch Großpackungen für Ihre nächste Feier sowie verschiedenes Grillgut für einen gelungenen Abend. Unsere Angebote der Woche: Gehacktes das Kilo 2,99, Nacken das Kilo ebenfalls 2,99 und frische Rinderrouladen das Kilo 7,77 Euro. Fleischerei Sinnig. Besuchen Sie uns in der Schönebecker Steinstraße 7 bis 9.
Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de Seit über 20 Jahren ist die CareService GmbH Ihr kompetenter Partner für ambulante Pflege und betreutes Wohnen. CareService, Ihr Pflegedienst mit dem Schmetterling. Trotz Baustellenumleitung sind wir für Sie da. R&E Autopflege und Service in der Geschwister-Scholl-Straße in Schönebeck. An- und Verkauf, Kreditablösung und Reinigung aller Art. Unsere Aktionswochen, 10% Rabatt bei einem Auftragsvolumen von 100 Euro und satte 20% bei 200 Euro. R&E Autopflege. Wir machen, dass es sauber ist. Die Grillsaison ist in vollem Gange und das passende Grillgut haben wir für Sie. Entdecken Sie unsere Grilltheke und das umfangreiche Angebot in unserem Geschäft in Schönebeck-Altfrohse. Kundenparkplätze, Bonuskarten und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann, weil es nicht Wurst ist, wo man Wurst isst. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Wir freuen uns auf Sie. Besuchen Sie uns im Kundenzentrum Energiebündel in der Schönebecker Karl-Marx-Straße 18. Wir bieten Ihnen mehr als Erdgas und Strom. EMS – Energie mit Service. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, damit alle Zuschauer wissen, wie gut und günstig sehr gute Qualität sein kann. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück, da sind wir wieder zum Regionalmagazin am Montag, dem 7. September. Und wie versprochen geht es weiter mit dem Medium der Woche. Santiano von Liebe, Tod und Freiheit, so der Name des aktuellen Albums, welches Sie heute hier bei uns gewinnen können. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Von Liebe, Tod und Freiheit ist das dritte Studioalbum der Band Santiano. Die Fans haben mit großer Vorfreude gewartet und wurden mal wieder nicht enttäuscht. Und so geht es bei den 13 neuen Songs von Santiano um genau diese Themen, die unser aller Leben bestimmen. Mit der ersten Single-Auskopplung Lieder der Freiheit, eine Bearbeitung des Mike Oldfield-Klassikers Tour France, haben Santiano ein kraftvolles musikalisches Werk auf den Weg gebracht. Neben fröhlichen Shanty-Melodien wie Rolling the Woodpile findet nun auch zum tatsächlich ersten Mal ein plattdeutscher Song, der Titel Fräsenhof, Platz auf einem Santiano-Album. Auch Mut, Wagnis, Risikobereitschaft und Hoffnung werden in diesem Album verarbeitet. Ein absolutes Highlight ist der Titel Die letzte Fahrt. Ein Abschiedslied, welches in seiner ganzen Emotionalität nur von einer Band vorgetragen werden kann, die für sich Werte wie Freundschaft sowie Zusammenhalt definiert und diese auch lebt. Von Santiano eben. Lichtheit begleitet deinen Weg.
Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Und nun haben Sie die Möglichkeit, diese CD zu gewinnen, sage der Zuschauer. Wie immer gibt es die Gewinnfrage, welche Sie mir richtig beantworten müssen. Heute möchte ich wissen, wie alt ist denn Tino Stille am zurückliegenden Samstag bei seinem Abschiedsspiel des BSV Eickendorf geworden? Ich bin mir sicher, Sie wissen die Lösung. Wenn ja, dann ran ans Telefon, die 405770 gewählt oder eine E-Mail an info@elbemedien.de geschickt. Die Gewinner werden wir dann in der kommenden Freitagsausgabe bekannt geben. Das Askania Pferdefestival in Aschersleben. Eine große Veranstaltung mit zahlreichen Besuchern, aber auch sportlichen Höhepunkten. In der zurückliegenden Woche hatten wir Ihnen bereits Auszüge von diesem Event gezeigt. Heute hat sich unsere Auszubildende Tina Bonas einmal daran gemacht, ihre ganz eigene Schnittvariante von diesem Event hier an dieser Stelle zu präsentieren. Bereits zum fünften Mal fand in Aschersleben das Askania Pferdefestival statt. Vom 20. bis 23. August hatten Pferd und Reiter aus vielen Teilen Deutschlands die Möglichkeit, ihr Können vor den Richtern zu zeigen. Das Highlight am Sonntag war der große Preis der Salzland-Sparkasse. Bei der Eröffnung durch den Vorstand Hans-Michael Strube und Helmut Ipsch wurde bekundet, dass man auch 2016 weiterhin als Premium-Sponsor fungieren wird. Im Zuge der Rede wurden einige Reiter für ihre erbrachten Leistungen bei vergangenen Turnieren ausgezeichnet. Unter ihnen befand sich auch ein Schönebecker SC-Mitglied. Christoph Kauert gewann im März das deutsche Hallenchampionat der Landesmeister in Braunschweig. Das Turnier in Aschersleben ist ein Ausflug für die gesamte Familie. Umso wichtiger ist es, solch ein Event in der Region zu halten und auch zu fördern. Der Salzlandkreis muss interessant und einladend bleiben, findet auch Hans-Michael Strube von der Salzland-Sparkasse. Gerade die Sportveranstaltungen, aber auch die Kunst- und Kulturveranstaltungen sind ja das, was das Salz in der Suppe ist. Wir müssen den Salzlandkreis lebenswert machen, dass junge Menschen hier bleiben, dass sie sagen, Mensch, hier würde ich gerne sein. Das ist uns wichtig. Und ich glaube schon, dass dieses Pferde-Event dazu beiträgt, dass Leute erkennen, dass hier was los ist, dass sich Menschen engagieren und dass man hier auch was erleben kann. Viele Helfer sorgten am gesamten Wochenende dafür, dass die Wettbewerbe reibungslos ablaufen konnten. Auch ein buntes Rahmenprogramm abseits des Reitplatzes wurde sowohl den großen als auch den kleinen Zuschauern geboten. Dass es in den Reihen der Sparkassenmitarbeiter auch viele Pferdesportbegeisterte gibt, verriet uns der Vorstandsvorsitzende Hans-Michael Strube in einem Interview. Aber ist man denn auch mit der Resonanz 2015 zufrieden? Ja, sehr. Also wir sehen ja, dass das über Jahre sich gesteigert hat, immer doller geworden ist. Und wir müssen ein großes Kompliment an die Leute geben, die es organisiert haben. Es ist eine Wahnsinnsveranstaltung, also schon Leuchtturm für den Salzlandkreis. Insgesamt gingen beim 3-Sterne-S-Springen 35 Reiter an den Start.
Nach zwei schnellen und fehlerfreien Durchgängen konnte sich Michael Kölz an die Spitze des Feldes setzen. Die Planungen für das 6. Askania Pferdefestival haben bereits begonnen. So können sich Zuschauer und Reiter auch im nächsten Jahr auf ein tolles Wochenende in Aschersleben freuen. An dieser Stelle sollten alle Kinder der Region und der Stadt Schönebeck gut zuhören und gut zuschauen, denn das Museum hier in Schönebeck lädt zur großen Kindermuseumsnacht. Eine Veranstaltung, die definitiv Spaß macht, interessant ist und sowohl für groß als auch für klein was bietet. Ihr solltet dieses Event nicht verpassen. Wann es stattfindet und wann ihr direkt vor Ort sein solltet, seht ihr jetzt hier bei uns in den Veranstaltungstipps. Am 8. Oktober 2015 um 19 Uhr findet in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung am Rathaus im Veranstaltungsraum der Stadtbibliothek Schönebeck eine Lesung mit Susanne Kleen statt. Susanne Kleen, Journalistin, Moderatorin und Autorin, liest aus ihrem Buch 67% vom Glück. Kartenvorverkauf und Reservierungen sind ab sofort in der Stadtbibliothek möglich. Reservierungen nimmt auch die Buchhandlung am Rathaus entgegen. Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro. Der deutsche Schriftsteller Wladimir Kamina lädt wieder zu seiner Show. Am 10. September ist er mit seiner Kamina-Show 2015 im Dr. Tholberg-Saal zu Gast. In seiner Show gibt er wieder seine Geschichten von Russen im Weltraum oder kaukasischen Schwiegermüttern zum Besten, sowie auch die eine oder andere Geschichte, die noch nie veröffentlicht wurde. Karten für dieses Event sind bei den Stadtinformationen am Markt 21 oder am Soleturm im Kurpark sowie unter der 03928 70 55 55 erhältlich. Am Freitag, dem 11. September 2015, findet das große AWO-Familienfest statt. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr erwartet Sie ein buntes Programm mit Basteln, Kinderschminken, Reiten und Wasserzielschießen. Für das leibliche Wohl der Gäste ist eben. Die Veranstaltung findet auf dem AWO-Gelände in der Otto-Kohle-Straße 23 in Schönebeck statt. Zum Tag der offenen Tür lädt die Schützengilde Hubertus Eggersdorf e.V. alle Bördeländer und Freunde des Sportschießens ein. Am 11. September 2015 haben alle Interessierten die Möglichkeit, einen Einblick in diesen Sport zu bekommen und sich dabei auch selbst auszuprobieren. Los geht das Ganze um 16 Uhr auf dem Schießstand der Schützengilde im Sport- und Freizeitzentrum Eggersdorf. Am 12. und 13. September findet die 11. Gartenausstellung in der Gartenanlage Flora in Schönebeck statt. Es gibt unter anderem Live-Musik, einen Fackelumzug, Torwandschießen und viele Aktivitäten. Der Eintritt ist frei. Am Samstag, den 19. September, wird im Salzlandmuseum Schönebeck ab 16 Uhr der bevorstehende Weltkindertag gefeiert. An diesem Erlebnistag können sich Kinder auf eine spannende Reise weit in die Vergangenheit begeben. In einer Zeit vor 6000 Jahren, wo die Menschen lernten, ein Feuer zu entfachen und Getreide zu verarbeiten. Ein Tag für die Kinder mit Basteln und Spielen, während sich die Eltern an den kulinarischen Steinzeitbars erholen und das Treiben aus der Ferne beobachten. Am 20. September 2015 findet im Kurpark die Kinder- und Babyartikelbörse statt. Dort können von privat an privat gut erhaltene Spielzeuge, Textilien und vieles mehr für Kinder verkauft sowie erworben werden. Sie möchten altes Spielzeug verkaufen? Dann melden Sie sich jetzt noch an unter www.solepark.de. Zum sechsten Mal ruft der Solepark in Zusammenarbeit mit den Sponsoren wie der DRK Gesundheit, den Stadtwerken Schönebeck,
dem Maximax im Lucky Fitness Schönebeck sowie dem SSC und Sport 2000 aus Magdeburg zum großen Kita-Staffellauf im Kurpark auf. Um die Kleinen bei ihrem großen Lauf zu unterstützen, sind alle recht herzlich eingeladen. Für Unterhaltung und Verpflegung ist vor Ort gesorgt. Los geht es am 20. September 2015 ab 10 Uhr vor der Kurparkbühne. Wenn Sie an diesem Ereignis teilnehmen wollen, dann melden Sie Ihre Kindergartengruppe auf der Internetseite www.solepark.de an. Zu gewinnen gibt es tolle Preise. Am 23. September findet ein Familienfest, welches zusammen mit dem Projekt Pferde stärken Kinder und unter der Schirmherrschaft von Innenminister Stahlknecht durchgeführt wird, statt. Ab 13 Uhr gibt es auf der Galopprennbahn Magdeburg ein buntes Programm für Groß und Klein. Es wird verschiedene Aufführungen, unter anderem mit einem Hundeverein und der Lion-Dance-Gruppe geben. Außerdem gibt es Ponyreiten, Kutschfahrten, Kinderschminken und eine Tombola. Für musikalische Unterhaltung sorgen der Shantychor Gerwisch und die Livebands Bibbit Flow. Die neue Woche startet durchwachsen mit kühlen Temperaturen, aber doch einigen warmen Sonnenstrahlen. Auch in den kommenden Tagen zeigt sich die Sonne, aber auch Wolken und Regen, alles ist mit dabei. Hier kommt sie, die Wettervorschau. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Nach einem stürmischen Wochenende begrüßen wir Sie zur Wetteraussicht für die nächsten drei Tage. Der Dienstag zeigt sich durchgehend bewölkt. Ab und an ist aber auch die Sonne mal zu sehen. Morgens ist es recht kühl mit 8 Grad. Im Laufe des Tages erwarten uns Temperaturen von bis zu 19 Grad. Auch der Mittwoch bleibt wolkenbedeckt. Der Tag startet mit kühlen 9 bis 15 Grad. Gegen Mittag wird es dann wärmer bei Temperaturen bis 19 Grad. In den Nachtstunden klart der Himmel dann wieder auf. Am Donnerstagmorgen erwartet uns ein Sonne-Wolken-Mix bei 9 bis 16 Grad. Gegen Mittag ziehen dann wieder mehr Wolken auf, die sich den Rest des Tages halten. Die Tageshöchsttemperatur beträgt 21 Grad am Abend und 14 Grad in der Nacht. Die Restwoche bleibt es weiterhin bewölkt. Ab und an ist mit vereinzelten Regenschauern zu rechnen. Das Team des Elbe-Kanal wünscht Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Sehr geehrte Zuschauer, wir haben das Ende des Regionalmagazins am Montag, dem 7. September, erreicht. Wie immer bedanke ich mich bei Ihnen fürs Einschalten, Zuschauen und Reinklicken. Denn unsere Sendung können Sie nicht nur im Kabelnetz verfolgen, sondern auch im Internet unter elbekanal.de, auf Facebook oder dem entsprechenden YouTube-Link. Denn wir haben alle Sendungen, Nachrichten, Medium der Woche, Gewinnspiele, Gewinner und vieles, vieles mehr für Sie bei uns auf der Homepage nochmal aufbereitet. Das war's. Ihnen einen wunderschönen Abend. Bis Mittwoch. Machen Sie es gut. Ihr Christian Kolbe.